über Menschen und ihre wahren Geschichten. Dokumentarfilmzeit mit vier Filmen von Peter Nestler. Chair, please, come along, please. Come along, please, thank you. Thank you, please. Sit down, please, thank you. Don't forget it's your entertainment. Sheffield ist eine Arbeiterstadt in Mittelengland, etwa Duisburg oder Essen entsprechend. Hier leben eine halbe Million Menschen. Das ist Mr. Charles Henry Richardson. Er ist 63 Jahre alt, verheiratet und hat eine 31-jährige Tochter, die krank ist und arbeitsunfähig. Er ist Schleifer in einer Besteckfabrik und verdient ungefähr 95 Mark in der Woche. Am Sonntag geht er um 10 Uhr morgens in den Club, um Bier zu trinken und mit Freunden zu sprechen. Two brandies, a job of pound, 10 bob, and a whiskey, 4 and 3, 16 and 6. So I told him, I said, now, says he, he says, I'll let you talk about what we're going to do about getting on with 30 bob, 3 bob of brandies and half a glass of whiskey. I said, and then they wanted it, I said, I paid him with you, but these are nails on top. I said, do you want a piece? No, but anyway, I've been here. Ask God on the plan there, did you? Said, wait, he was good, he's down, I'm not sure I'm not charging that. I've bought three packages for you. I can stop that. Yeah, lad. Well, I don't know, just... Come in. Don't get that one out. I'll pay for it. No, I'll
Mr. Goodison, der Sekretär des Clubs. Well, it was in September in 1938 when I, along with 25 more friends, came along to form the Dialhouse Social Club. 1938 habe ich mit 25 Freunden den Club gegründet.
Wir haben ein Komitee gebildet, einen Vorstand ernannt und ich wurde der Sekretär. Der Club dient der Geselligkeit, der Unterhaltung und der gegenseitigen sozialen Hilfe. Mit diesem Programm begannen wir unsere Arbeit und traten im Juni 1939 dem Dachverband der Clubhäuser bei. Zuerst hatten wir 50 zahlende Mitglieder. Ende 1964 waren es schon 2400 und 800 Damen. Die Männer zahlen 5 Schilling Beitrag im Jahr und 1 Schilling für die Wohlfahrtskasse. Durch die Zahlung dieses Schillings erwirbt das Mitglied einen Anspruch auf Unterstützung, wenn seine Krankheit es mehr als 8 Wochen arbeitsunfähig macht. Den Mitgliedern stehen in diesem Falle 4 Erholungsheime des Verbands zur Verfügung, in denen sie 2 Wochen bleiben können. So wird aus dem eingezahlten Schilling ein Gegenwert von 10 Pfund. Now the club itself, our structure consists of a president, a vice president. Wir haben einen Präsidenten, einen Vizepräsidenten, 3 Vertrauensmänner, einen ersten Sekretär, einen zweiten Sekretär, einen Schatzmeister und ein Komitee von 10 Mitgliedern, auf die wir sehr stolz sind. Außerdem beschäftigen wir einen Steward mit seiner Familie und 18 Angestellte. Wir haben Kegelfreunde, bei uns kann man Cricket spielen und wir haben eine Fußballmannschaft. Auch Billardräume sind da. Mit 500 Pfund haben wir 1938 angefangen. 1964 war unser Umsatz schon 86.000 Pfund. Natürlich sind auch die Ausgaben hoch. Ungefähr 525 Pfund in der Woche. Das muss alles gedeckt werden durch die Beiträge, den Gewinn aus der Tombola, den Spielautomaten, den Bierumsatz und so weiter. Und für das alles muss der Sekretär sorgen. Aber das ist geschehen. Ich denke, bis Jahresende werden die Ausgaben um 2.000 Pfund steigen. Denn wir haben jetzt einen großen Saal für Veranstaltungen angebaut, in dem jede Woche 5 Shows gezeigt werden und an 2 Abenden Tanz und Kabarett. Tja, wir sind heute einer der größten Clubs in ganz Yorkshire. Und das Betragen der Mitglieder war im Jahre 1964 außerordentlich gut. Das Komitee brauchte lediglich 6 Mitglieder zu verwahren. Mit unseren alten Leuten machen wir im Jahr 2 Ausflüge und Weihnachten wurden 260 bewirtet. Im August sind 500 Kinder unserer Mitglieder an die See nach Cleethorpes gefahren. Das war ein ganz großer Tag für sie. Für Besucher haben wir einen Raum, in dem wir warmes Essen und Tee anbieten können oder was sonst von ihnen verlangt wird. Sicher verstehen Sie jetzt, dass wir sehr stolz auf unseren Club sind. Ich bin besonders stolz, vor allem auf meinen Präsidenten, Mr. Bob Lomas, der 84 Jahre alt ist, der Schatzmeister ist 80 und ich bin 74. Sie sehen, wir halten den Rekord für ein langes Leben im Dienste des Clubs. Thank you.
A chair, please. Come along, please. Thank you, please. Thank you. Sit down, please. The chairman, please. Have orders, child, please. Mr. Vice Chairman. Die Band, die seit 20 Jahren für den Dial House Social Club spielt.
Das ist Mr. Pop Lomas, der Präsident am Spielautomat. Alle nennen ihn Pop und er wird Präsident bleiben, solange er lebt. Orachim, Balsamea,
with witty motion. Water, if we warm this iron, I'll reap the harvest of love. Reap the harvest of love. Reap the harvest of love. Nah. Thank you very much. Thank you. We'd like to sort of conclude this little spot this time of the thing. 46. On its own, number 9. 10, number 10. 1 and 8, 18. Das Glücksspiel Bingo. Man kauft für 2 Schilling Scheine, auf denen 15 Zahlen zwischen 1 und 100 in unterschiedlicher Reihenfolge aufgedruckt sind. Die ausgelosten Zahlen werden über den Lautsprecher ausgerufen und erscheinen auf der elektrischen Zahlentabelle. Der Spieler, dessen sämtliche Nummern genannt wurden, ruft out. Damit ist das Spiel beendet. Er bekommt 75% der Einnahmen als Gewinn. Die restlichen 25% verbleiben dem Club. Four and eight, 48. 8 and 5, 85. One and four, 14. 7 and 2, 72. 5 and 2, 52. I was called on 52 and just 57 numbers called. Hold your card up, please. And in the lounge, please. You have none in the lounge. Your last number is 52. No, he keep on rolling,
just rolling along. He don't plant potatoes, no sir. He don't plant cotton, but them that plants him are soon forgotten. Oh, that old man river, he just keep rolling, rolling along. Oh, you and me, we sweat and strain. Our bodies all aching and racked with pain. Tote that bar and lift that veil. You get a little drunk and you land in jail. My heart gets weary sometimes. I'm sick of trying. I'm tired of living, but feared of dying. But old man River, he just keep rolling, rolling along. That bar and lift that veil. You get a little drunk and you land in jail. My heart gets weary. I'm so sick of trying. I'm tired of living, but feared of dying. But old man River, he just keep rolling. Life goes on now,
and everything seems out of tune. Hey! Sheffield in Yorkshire.